Hoi Lilian, Hoi vielen Dank, Thomas. dass du da bist. Was ich gerne möchte hören, ist etwas über biodynamische Kraniosakraltherapie im Kientalerhof. Was ist da besonders? Was ist da schön dran? Biodynamische Kraniosakraltherapie beschäftigt sich mit dem Leben. Und wenn wir auf zum Beispiel Knochen schauen, dann schauen wir auf lebendige Prozesse. Wir schauen so ein Knochenwesen als ein lebendiges Wesen anschauen, das Anliegen hat, das Wünsche hat, das vielleicht Emotionen hat. Und wir schauen auch auf Beziehungen, die so ein Knochenwesen hat, zu Nachbarn, anderen Knochenwesen. Oder auf Beziehungen, die so ein Knochenwesen hat, zu Muskeln, zu Bändern. Und einige von diesen Knochenwesen haben sogar direkten Kontakt mit dem zentralen Nervensystem. Und wir schauen in einer bestimmten Art auf diese Beziehungen. Es kommt eben darauf an, ob ich zum Beispiel so ein Knochenwesen zurechtrücke, ob ich es erziehen will, ob ich es korrigieren will, oder ob ich dem Knochenwesen Raum gebe, Platz gebe, damit es sich zeigen kann und damit es auch zeigen kann, die Weisheit, die in so einem Wesen sich befindet. Also die Beziehung mit dem Mensch, mit dem Klient, ist da ganz im Vordergrund. Also jetzt gerade habe ich von den Beziehungen von den Knochen untereinander geredet, also vom Körpersystem. Aber wenn man sich mit Beziehungen von Knochen in einem Körpersystem beschäftigt, tut man sich natürlich auf einer Parallelebene auch wahrscheinlich mit Beziehungen beschäftigen, die man sonst so im Leben hat. Mhm. Und von dem her gesehen könnte man sagen, dass Kraniosakraltherapie sicher etwas ist, was jedem gut tut. Mhm. Also das ist nicht jetzt spezifisch auf eine bestimmte Menschengruppe zugeschnitten. Also vom Lerninhalt oder vom Potenzial her, wo man sich da könnte holen. Mhm. Aktuell ist es so, dass vor allem Leute vom Gesundheitswesen sich interessieren für so eine Therapieausbildung. Mhm. Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und so weiter. Und kann das jeder lernen? Das sieht ja aus als etwas, das sehr subtil ist, fein. Kann man das lernen? Also ich meine, zum ein bisschen aktivieren, es sind Bewegungen, die einen Bruchteil von einer Papierdicke ausmachen, die wir lernen zu spüren. Das ist so ein bisschen zum sensibel machen für das, was wir leisten in Bezug auf Wahrnehmung. Und ja, es kann es jeder lernen. Jeder, der Interesse hat und jeder, der das einfach möchte. Es braucht nicht besondere Voraussetzungen in Bezug auf die Wahrnehmung.